Einen wunderschönen guten Morgen zum Freitag, letzter Handelstag der Woche, und wir blicken gemeinsam in die Charts vom Euro, Kandala, britisches Pfund, japanisches Yen, und wir blicken heute einmal wieder auf den Aktienmarkt von Großbritannien. Da haben wir ja immer wieder das Thema Brexit heute. Nächste Abstimmung, lassen wir uns davon nicht beirren. Wir blicken einfach in die Märkte, lassen die Gedanken Gedanken sein und schauen, was die Händler uns an Möglichkeiten bieten. Das auch am heutigen Freitag. Allen Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauern sei an dieser Stelle auch gesagt, heute gibt es wieder die Ideen, den Ausblick und Education. Education teile ich wieder auf. Heute erstmals auch auf Facebook. Das heißt, wir machen nachher, nach dem ersten Part hier, ein, zwei Minuten Break, und dann gibt es den zweiten Livestream auch direkt auf Facebook. Ich sage das jetzt gleich vorneweg, weil ich weiß, der ein oder andere Zuschauer schaut ins erste Video rein und wundert sich dann vielleicht, was los ist. Wir haben hier den edukativen Teil heute in zwei Videos. Aber erst einmal einen schönen guten Morgen, Ludger, Wolfgang, Elena. Ich freue mich, und wie schon gesagt, alle, die hier live dabei sind, bitte nicht scheu sein, wenn eine Frage ist oder ein Wunsch mag, bitte in die Chats rein, auf Facebook oder auf GoToWebinar, dafür ist es ja da, dann können wir gerne auch den ein oder anderen Chart einmal mit beleuchten. Bevor wir jetzt hier in den Markt reingehen, wie immer der wichtige Risikohinweis, so wie er hier steht, bitte ich den auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Heute hier und das, was kommt, sind die Tagesnachrichten für die Planung. Wir starten ja jeden Morgen mit dem gleichen Prozedere in den Markt. Das ist wichtig. Wenn man erfolgreich traden möchte, braucht man einen Plan, braucht man Routine. Und das sind die Dinge, die wir selbstverständlich hier jeden Morgen auch mitmachen. Das heißt, hier erst einmal die Tagesnachrichten checken. Was haben wir hier? Wir haben heute Morgen schon ein paar Informationen bekommen. Hier um die, wo haben wir es gehabt, hier die Einzelhandelsumsätze von Deutschland. Das war ganz interessant. Und zwar hatten wir eine Prognose, wir sehen es ja hier, von minus 1, und wir haben tatsächlich eine Zuwachsrate von 0,9% gehabt. Das ist doch eine schöne Überraschung. Das freut mich für unsere Wirtschaft. Kommen wir nun zu den Nachrichten, die noch nicht draußen sind, die wir heute im Laufe des Tages erwarten können. Heute hier kurz vor 10 aus Deutschland, die Veränderung der Arbeitslosigkeit. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier böse Überraschungen gibt. Um 10.30 Uhr bekommen wir dann aus Großbritannien Daten zum Bruttoinlandsprodukt, um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex in der Eurozone. Dann geht es weiter am Nachmittag um 15 Uhr die Verkäufe neuer Häuser aus den USA. Mit Blick in die USA bitte darauf achten, hier haben wir ja momentan eine Stunde Zeitverschiebung durch den Unterschied zwischen Sommer- und Winterzeit. Die USA hat schon auf Sommerzeit umgestellt, und wir machen den Spaß ja noch eine Weile mit bis 2021. Heißt also, wir stellen diese Woche Sonntag auch die Uhren um. Bedeutet, jetzt diese Woche hatten wir 14.30 Uhr Handelsbeginn in den USA. Nächste Woche ist es wieder 15.30 Uhr, weil wir wieder gleiche Zeiten haben. Wie geht's heute noch weiter? Wir haben es hier drinnen stehen. Habe ich als letztes mit aufgehoben. Britannien stimmt mal wieder über den Brexit-Deal ab. Gibt ein bisschen Vereinfachung, also hier geht's das Ganze in die nächste Runde. Wie liest man es immer schön auf den Plakaten mittlerweile im Fernsehen? Mayday, mal wieder die nächste Runde. Ich bin gespannt, was heute Abend kommt. Es ist auf alle Fälle ein Punkt, auf den der Markt auch drauf schaut. Schauen wir in die zweiten Relevanzen, die also nicht ganz so starkes Impact Potenzial mit liefern. Was bekommen wir da heute? Ein paar Reden hier. EZB-seits gibt es um 10.45 Uhr eine Rede. Dann haben wir FOMC-Mitglieder, die heute sprechen in den USA am Nachmittag. Wir bekommen am Abend, wie jede Woche Freitag, auch die COT-Reports, und etwas Interessantes: um 14.45 Uhr gibt es den Chicago-Einkaufsmanager-Index, und um 15 Uhr kommen dann die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Das ist interessant, das sind Nachrichten, die sind wichtig, weil wir wissen es ja, die USA ist ein Land, in dem die Bürger sehr, sehr viel Wirtschaftsmacht haben. Das heißt, wenn hier alles gut ist, dann wissen wir auch, mit der Wirtschaft geht es weiter voran. Oder zumindest
erst einmal nicht mehr abwärts oder generell nicht abwärts. Die Wirtschaft ist zwar etwas langsamer am Laufen, aber wir wissen ja selbst, dass wir hier ja in einer Phase sind, wo die Wirtschaft sehr, sehr lang gewachsen ist. Und in solchen Phasen gibt es halt auch immer mal Zeiten, wo alles etwas langsamer vorangeht. Aber das haben wir besprochen. Das ist hier an dieser Stelle nichts Neues. Die Tagesnachrichten haben auch keinen Anspruch auf hundertprozentige Vollständigkeit. Das heißt, ich bitte hier an dieser Stelle jeden auch, die eigenen Trading-Ideen mal abzuchecken, ob es da möglicherweise Nachrichten gibt, die den Markt bewegen können. Wir haben ja diese Woche auch am, was war es gewesen, am Montag oder Dienstag hatten wir doch gehabt, als der Impact beim Neuseeland-Dollar ordentlichen Schub nach unten gebracht hat. Das war nachrichtengetrieben, das war seitens einer Zentralbank, das war die Reaktion darauf und deswegen sollte man sowas gerade im kurzfristigen Trading immer auf der Uhr haben, wobei wenn wir so einen Megaschub bekommen wie beim Neuseeland-Dollar, dann hat das Ganze auch Impact auf die Swing-Trades. Das also hier zur Planung für die Tagesnachrichten und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal wieder rein in den Chart hier im Stereo-Trader auf dem MetaTrader 4 von Tickmill, was wir ja hier haben können. Starten wir mit dem Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Wir hatten den Euro-Kan-Dollar hier oben schon mal beleuchtet am Widerstand, wo der abgeprallt ist, hier unten dann beleuchtet, als wir hier unten den Boden gefunden hatten und der Markt hier immer wieder schön hochgelaufen ist. Und dann hat man wirklich gesehen, der Markt hat die Stärke irgendwann wieder aufgenommen, ist hier in Richtung dieser Aufwärtsdynamik weitergelaufen. Dann ist er hier oben aber zum Stehen gekommen. Und da haben wir jetzt einen Sachverhalt, wo ich sage, okay, da muss man jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Warum? Wir haben hier ein Hoch, ein tieferes Hoch und noch ein tieferes Hoch. Das nennt man eine Topformation. Die ist mittlerweile auch bestätigt. Das heißt, wir haben hier durchaus die Gefahr, dass wir nach unten wegbrechen. Noch ist es nicht so weit, ja, wir haben jetzt noch keine Entscheidung. Heißt also, es könnte durchaus sein, dass wir gestern hier das Tagestief gesehen haben und der Markt startet hier dann hoch. Das heißt, dass wir hier oben zwar ein tieferes Hoch gemacht haben, aber wir sagen, wir laufen nicht runter, wir gehen weiter nach hoch, wir haben einfach noch einmal Luft geholt, manchmal dauert es halt ein bisschen länger und dann kommt der Schub nach oben. Das kann alles passieren. Für dieses Szenario ist es halt notwendig, dass wir hochlaufen. Erste kurzfristige Anlaufpunkte stellen dann die beiden Tageshochs hier dar. Das von gestern bei 1,51144. Das von vorgestern bei 1,51354, die liegen halt nicht so weit auseinander. Deswegen haben die beide auch gute Relevanzen. Nach unten hin muss man allerdings auch schauen, was passiert, wenn Schwäche reinkommt. Weil wir haben ja, trotz dass der Markt hier gestern, vom Tief wieder hochgekommen ist, haben wir ja trotzdem von oben bis zum Schluss mehr verloren, als wir von unten aufgeholt haben. Das heißt, die Verortung, die Kerze, die sieht noch nicht so richtig bullisch aus. Ja? Das ist eher so ein bisschen Unentschlossenheit. Hier die Kerze vom Vortag, die war natürlich bärisch, der mega Abverkauf. Wir haben hier noch keine Entscheidung. Die Findung muss erst noch kommen. Heißt also, wir könnten auch genauso runterlaufen. Unterm Tagestief von gestern haben wir dann hier unten den Support liegen, der hier schon einige Male gehalten hat. Wir haben ja hier das aktuelle Trendtief bei 1,50280, etwas drüber hier die Supportlinie. Da ist es interessant, wenn der Markt wieder abprallt. Aber bricht er durch und läuft unter diese Marke, was haben wir dann? Diejenigen, die mir öfter zuschauen, werden es wissen, hier laufen wir dann runter und da haben wir dann definitiv erst einmal untergeordnet einen weiteren Abwärtstrend. Das heißt, hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Abwärtstrend gebildet und der hat dann tatsächlich das Potenzial, in Richtung dieser Dynamik wieder aufzuschließen. Das heißt, was wir dann sehen müssen ist, wir haben hier unten den nächsten Support um die 1,49195 beziehungsweise hier diesen längerfristigen Drehpunkt unten, wo die Märkte, wir sehen es hier drüben schon häufiger mal rangelaufen sind, bei 1,48760. Das ist auch das Tief gewesen dieser starken Abwärtsdynamik, was wir hier hatten. Das sind die Sachen auf der Unterseite. Das muss man einfach auf der Uhr haben. Wir blicken hier ganz kurz einfach auch nochmal hinein in den Stundenchart, damit wir sehen hier, die Stunde ist noch abwärts gerichtet. Also die Dynamik oder das Verhalten, was ich gerade auf dem Tageschart beschrieben habe, ist auch genau das, was wir hier im Stundenchart sehen. Wir haben den Abwärtsdruck noch da, wir müssen erst hier oben drüber und wenn wir da drüber sind, dann haben wir die Chance, nach oben zu laufen. Und wenn das passiert, ja, wenn das passiert, dann haben wir hier, schauen wir uns mal an, ich lasse das jetzt einfach mal kurz in Rot, wenn der wirklich hochläuft, dann haben wir auf alle Fälle, egal wie es ausschaut, aber erst einmal hier untergeordnet einen Aufwärtstrend am Laufen, der dann diesen Hochpunkt und diesen rausgenommen hat. Richtig gesagt, muss man, wenn man diesen Trend hier anschaut, halt auch sehen, eigentlich ist das der wichtigste Punkt, weil hier ist das letzte Trend hoch in der Korrektur.
Das muss rausgenommen werden, damit dieser Abwärtstrend kaputt geht. Aber im kurzfristigen Bereich kann man halt, hier war ja ein wichtiges Level, schon mal schauen, was passiert denn hier an diesem Hoch? Das war ja das Tageshoch von gestern. Und wenn dort dann Kaufstärke reinkommt, dann haben wir alle Chancen, nach oben zu laufen. Kommt aber hier wieder Schwäche rein, ja? Dann kann man schön die Umkehrstrategie traden und hat den Weg nach unten frei. Deswegen hier gerne auch die Einladung, blickt ruhig in die Stundencharts rein, weil das ist das, was uns verrät, was kurzfristig hier an dieser Stelle auch zusammenläuft. Gehen wir zum nächsten Währungspaar hier, britischer Pfund, japanischer Yen. Wenn man hier in den Chart reinblickt, sieht man aktuell, wie soll ich das jetzt sagen, eine extrem tiefe Korrektur. Ist schon mal gut, wenn wir wieder nach oben laufen, haben wir erstmal, weil man von unten rauskommt und sich relativ eng absichern kann, viel, viel Potenzial zur Oberseite. Und jetzt kommt das Aber. Wir haben aber auch eine ziemlich große Gefahr, dass das Ding nach unten wegbricht. Das heißt, hier ist es mal wieder in eine Situation, wo die Chance am größten ist, aber auch das Risiko am größten ist. Das heißt, die Chance, viel nach oben zu verdienen, ist hier am größten. Das Risiko, dass das Ganze in sich zusammenbricht, ebenfalls am höchsten, weil wir so nah hier dran sind. Das ist aber gut, wenn man als Trader weiß, was man zu tun hat. Was sehen wir hier momentan? Wir sehen hier momentan folgende Situation. Wir hatten ja hier das letzte Hoch. Das war nicht wirklich ein euphorisches Hoch. Hier sehen wir aber, welches Potenzial auch drinsteckt, aus tiefen Korrekturen zu sagen, wir schnippeln uns einfach mal als Händler ein Stückchen von der Bewegung raus, legen bei so tiefen Korrekturen unsere Gewinnmitnahmen hier oben in diesem Bereich rein, lassen uns einfach mitnehmen und fertig ist aus die Maus. Da müssen wir nicht hoffen, dass oben drüber was kommt, weil wir haben ja, wir sehen es ja hier, ich mache das mal an diesem Chart etwas kleiner, wir haben hier oben schon etwas drüber liegen, was ein ordentlicher Widerstand ist. Ne? Wenn wir das mal angucken, wir sind hier, hier, hier und hier drüben. Schon lange Zeit da oben rangelaufen und immer wieder abgeprallt. Das wird nicht einfach von jetzt auf gleich weggenommen. Das muss man als Händler sehen, was da ist. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann haben wir dieselbe Situation wie hier, tiefe Korrektur, aber etwas ist anders. Was ist anders? Anders ist die Tatsache. Ich mache es mal hier. Schaut euch das mal an. Wir haben hier das Tief gehabt, hier hoch, haben hier oben Schwäche reinbekommen, hier an diesem Tageshoch, ist wieder abverkauft worden. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert hier unten? Sobald wir Schwäche reinkommen, bricht der Markt hier unten durch. Wir haben einen Abwärtstrend und weit ist es da nicht mehr zu diesem Support. Und wenn das passiert, dann haben wir einen richtungsführenden Abwärtstrend und der hat dann das Potenzial, deutlich tiefer nach unten zu laufen. Das heißt, hier haben wir noch Support, da kann es immer wieder hin und her Pendelei geben, aber wenn es bricht, dann ist der Weg erstmal offen in den nächsten Support und den haben wir hier um die 141 japanische Yen liegen. Das ist der Weg nach unten. Ein Abbruch dieser Sache könnte da geschehen, wenn wir hier unten Dynamik reinbekommen. Das heißt, wenn wir nicht unten durchgehen, sondern abprallen und der Abprall könnte uns dann kurzfristig logischerweise erstmal an die naheliegenden Tageshochs führen. Das heißt, wir haben hier das Tageshoch von gestern bei der Marke von ungefähr 144, nein, dort 145, 925. Ich klebe da mal kurz ein Preisschildchen dran. Hier in etwa, da haben wir das Tageshoch ganz grob. Das trifft jetzt nicht genau, aber hier das Tageshoch ist wichtig. Beziehungsweise danach hier das zwischenzeitliche Hoch dieser Gegenbewegung vom Tief bei 146,506. Das wären die Marken auf der Oberseite. Und wenn dann wirklich so richtig schön Dynamik reinkommt, dann können wir natürlich auch davon planen oder damit planen, dass wir möglicherweise ein Stück weit nach oben laufen. Vielleicht setzt sich sogar der Aufwärtstrend fort. Wir wissen es noch nicht. Dafür ist das ja das Schöne, wo wir hier stehen. Das heißt, der Markt wird hier früher oder später eine Entscheidung treffen und wir können hier sehr schön ein ganzes Stück nach oben mitnehmen oder dabei sein, wenn der Markt deutlich nach unten auch abfallen kann. Die Wahrscheinlichkeiten haben wir hier momentan. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was der Markt macht, aber es ist auf alle Fälle gut Bewegung möglich und das ist ja das, was wir als Händler brauchen. Und damit zum britischen Aktienmarkt hier, den UK 100. Als Kürzel, das heißt, das ist der FTSE 100. Hier ist schön zu sehen, was gestern passiert ist. Sehr, sehr tolle Geschichte. Wir haben jetzt hier, wir sehen es selbst, schön den laufenden Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend hat seit geraumer Zeit hier die Marke von 7200 Punkten zurückerobert, damit auch ein wichtiges Hoch in diesem großen übergeordneten Abwärtstrend rausgenommen. Alles wunderbar. Jetzt haben wir hier das Hoch dieses aktuellen Trends bei 7370 Punkten gesehen. Danach kam Korrektur. Nichts Schlimmes. Alles gut. Ende hier war bei 7145 Punkten. Und dann, und das ist das, wo ich immer sage, Händler, guckt euch das an
Und seid manchmal auch ein bisschen geduldig. Warum? So eine Umkehrformation, wie wir sie hier unten sehen, die kommt manchmal nicht nur an einem Tag zustande. Manchmal dauert es 2, 3 Tage. Aber hier hat uns der Markt ja auch schon was gezeigt. Er hat zwar gesagt, so richtig dynamisch hoch ging es noch nicht, aber wir haben hier unten gesehen, immer bei den tieferen Kursen wurde halt wieder hochgekauft. Das zeigt so ein bisschen die Aktivitäten der Händler. Gestern hat es dann ordentlich gewumst. Da ging es ordentlich nach oben, das sehen wir ja hier. Das heißt, mit Blick auf dieses große Bild haben wir jetzt die Chancen, Korrekturbewegung und dann nach oben mitzulaufen. Dann haben wir wirklich gute Chancen, hier erst einmal, wenn sich dieser Trend fortsetzt, über das Hoch zu laufen. Und mit Blick über das Hoch mittelfristig haben wir dann die nächste Anlaufmöglichkeit hier in diesem Markt. Ich ziehe da mal ganz kurz eine Widerstandslinie mit rein hier oben. Das wäre dann mit Blick auf die große Sache hier der nächste Anlaufpunkt im Markt. Das heißt hier dieser Hochbereich um die Marke von ganz grob gesagt hier oben. Was haben wir? Knapp. Ja, 7.550, 7.560 Punkte. Das wäre jetzt mal mittelfristig nach oben möglich. Dazu müssen wir natürlich erstmal hier über das Top drüber. Und das ist etwas, was ich jetzt hier entscheide. Das heißt, wir haben zwar gestern mit Schmackes diesen Ausbruch auf der Umkehrsituation gehabt. Nichtsdestotrotz, das Premium-Signal ist zwar durch, aber wir können natürlich auch mit sekundären Signalen weiter traden. Wie machen wir das? Wir nehmen einfach hier den Stundentrend zur Hand und handeln den Stundentrend nach oben. Das gucken wir uns auch gleich mal an, wie das Ganze hier funktionieren könnte, weil wir sehen das Ganze ja im großen Bild. Hier Bewegung, Korrektur, schöne Bewegung. Und diese Bewegung ist auch schön geschwungen mittlerweile. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Wo laufen wir hin? Das heißt, wenn wir uns das Stundenbild mal anschauen, wir hatten hier ein bisschen Trendgezappel hin und her. Das mache ich mal kurz grün, weil es ist ja sehr schön zu sehen, dass das ein Aufwärtstrend dann wird. Und dann haben wir hier die Gegenbewegung gehabt. Das heißt, die erste Korrektur unten drunter ran. Zack, hier einfach reingesehen. Und jetzt läuft der Markt so schön wie am Schnürchen nach oben. Und wir sehen das Schnürchen nach oben. Da haben wir auch ganz natürliche Schwünge drin. Hier sehen wir sehr, sehr schön. Das ist jetzt Korrektur. Das heißt, diese Bewegung hat uns bis hier hochgeführt. Die hat uns auch trendig bis hochgeführt. Hier kann es jetzt zu einem bisschen Korrektur kommen. Und wenn wir dann hier aus dieser Korrektur heraus das Umkehrsignal bekommen, das heißt sehen, dass die Märkte wieder hochlaufen, dann haben wir die Bestätigung dieser Bewegung. Das heißt, wir haben dann die zweite Bewegung in diesem Trend. Damit ist der Trend nicht wirklich alt. Ja? Und das ist etwas, das können wir sehr, sehr schön zum Trade nutzen. Das heißt, wer das machen möchte, legt sich hier als Tipp von meiner Seite einfach mal das Kürzel UK 100 rein, guckt, was hier passiert, beobachtet so ein bisschen, wie sich die Korrektur anfühlt und danach einfach sagen, gut, wenn das Ganze jetzt rumdreht, die Stunde ist der Richtungsgeber, das heißt, das große Bild, das hier, das Korrekturbild, hier das, was wir sehen. Und wenn das wieder in Richtung dieser Bewegung läuft, dann läuft es. Das heißt, jetzt müsst ihr gleich direkt oben drüber laufen, über das Hoch, das wäre die Fortsetzung. Kommt die nicht, sehen wir noch ein bisschen tiefere Korrektur, müssen wir abwarten, bis die Korrektur zu Ende geht. Dann kommen wir aus dem tieferen Bereich raus, können wir aus einer tieferen Korrektur traden und dann können wir nach oben traden, je nachdem, wie tief es erstmal läuft, kurzfristig bis zum Hoch oder aber weiter als Swing. Das zum UK 100. Und damit sind die drei Handelsideen für den heutigen Tag besprochen und wir machen damit weiter, womit wir jede Woche Freitag auch weitermachen. Und zwar reden wir jetzt hier über das Thema, wie sind denn die Nachrichten in dieser Woche aufgefallen? Wir haben ja in der Vorausplanung immer die wichtigsten Wochennachrichten da und diese wichtigsten Wochennachrichten nehme ich mir freitags auch immer hier noch einmal auf den Schirm und wir gucken mal, was passiert ist, wo es gute Nachrichten gab, wo es schlechte Nachrichten gab, um einfach so ein grobes Bild zu bekommen, was gerade los ist. Montags sind wir mit einer sehr, sehr schönen Überraschung in die Woche gestartet mit Blick auf Deutschland. Was war da schön? Wir haben gesehen, der IFO-Geschäftsklimaindex, der ist überraschend besser ausgefallen. Ne? Geplant war eigentlich ein Level von der Prognose her wie im vorherigen, also das heißt bei 98,7. Es waren aber 99,6. Das ist eine schöne Überraschung, mit der hat der Markt definitiv nicht gerechnet. Am Dienstag aus den USA, da gab es etwas Enttäuschung, gerade mit Blick auf das Conference Board Verbrauchervertrauen. Warum? Das Verbrauchervertrauen ist natürlich sehr, sehr wichtig. Heute bekommen wir ja auch wieder Verbraucherdaten von der Uni Michigan. Mal sehen, ob das Bild sich hier deckt, das wird sich zeigen. Aber wir hatten hier einen Wert, der war schon etwas schlechter als das, was erwartet war. Der Markt hat eigentlich eine leichte Zunahme gegenüber dem vorherigen Wert gerechnet. Es ist aber zu einer deutlichen Abkühlung gekommen. Ja? Wir hatten die Prognose bei 132, Ergebnis hier 124,1. Das war hier das am Mittwoch wichtige Thema
Die Baugenehmigungen sind auch etwas schlechter ausgefallen. Wenn wir uns dann mal den Donnerstag anschauen, das Thema Öl, der Ölmarkt kommt ja momentan ein bisschen zurück. Woran liegt es hier? Wir sehen es hier, die Prognose hat einen Rückgang von 1,1 Millionen Barrel gehabt. Es war aber ein Zuwachs von 2,8 Millionen. Muss man schauen, wie es passiert. Es ist ja momentan immer so ein bisschen hin und her. Wir können, wenn Sie mögen, gerne auch mal in den WTI-Chart dann reinschauen. Einfach hier einen kleinen Klick im Web hier auf die Charts bzw. die Chats, dass wir einfach mal reinschauen können, wenn das Ganze gewünscht ist. Dann am Donnerstag, gestern sozusagen, da gab es das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, auch da leichter Rückgang, Prognose waren 2,4, im Vormonat waren es 2,6, also wir sehen schon, der Markt hat schon einen gewissen Rückgang eingeplant, er ist dann doch etwas kleiner geworden, wir sehen es halt auch an den Charts, so richtig kommen die großen US-Indizes nicht voran, es ist so ein Seitwärtslaufen, das gucken wir uns aber auch gleich an, das hier der Rückblick auf die Termine für die aktuelle Woche. Damit schauen wir gleich voraus. Was wartet denn in der nächsten Woche auf uns? Da haben wir einige Termine und das sind mittlerweile so viele für die kommende Woche, dass ich das wieder auf zwei Seiten aufgeteilt habe. Warum? Es ist jetzt hier in der Planung auch immer mal China noch mit drinnen, wegen dem Thema Handelskonflikt. Und das ist ja eine interessante Sache, wenn es da etwas gibt. Ja, dann sollte man auch achten, wie die Märkte darauf reagieren. Handelsstreit USA, das ist immer so ein bisschen ein Thema, das muss man mit da haben. Was bekommen wir hier? Wir bekommen zum Beginn der Woche, Sonntag am 31. bzw. Montag am 1. April in der Nacht, bekommen wir die Daten zu Einkaufsmanagerindex aus China. Am Montag kriegen wir den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland. Wir bekommen das Gleiche auch aus Großbritannien. Wir bekommen hier in der EU die Verbraucherpreise am Montag. Dann gibt es die Einzelhandelsumsätze aus den USA und den Einkaufsmanagerindex. Das alles am Montag. Am Dienstag geht es dann weiter mit dem Einkaufsmanagerindex in Großbritannien. Wir kriegen den Auftragseingang für die langlebigen Güter aus den USA. Dann geht es weiter am Mittwoch. Wieder Thema Einkaufsmanagerindex hier in Großbritannien und in den USA. Am Mittwoch kriegen wir dann auch die ADP-Beschäftigungsänderungen. Freitag ist nämlich die Non-Farm Payrolls. Das heißt, wir bekommen hier dann am Freitag die Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft zusammen mit der Arbeitsquote in den USA. Das sind die wichtigsten Nachrichten unter der Woche. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Auch Nachrichten, aber in etwas anderer Art und Weise. Wir sind am Samstag, am 6. April mit Tickmill auf der Invest 2019. Da halte ich zwei Vorträge in der Traders Lounge. Gerne, wer mag, einfach mal vorbeikommen, den Vorträgen lauschen, beziehungsweise gerne auch am Nachgang ein paar Worte persönlich mit mir wechseln. Ich freue mich auf alle Fälle drauf und ja, wird eine gute Zeit. Hier auf der Invest meine Einladung steht. Holen Sie sich die Tickets, die gibt es im Web und damit einfach nach Stuttgart und ein paar schöne Zeiten miteinander verbringen. Das also hier der Vorausblick auf die kommende Woche und damit gehen wir rüber wieder in die Charts hinein und wir machen wie jede Woche Freitag auch einmal den Blick in die Indizes. Starten wir mit dem DAX. So, beim DAX. Was los? Muss man sehen. Was ist jetzt hier passiert? Trendbruch ist hier passiert. Auf kleiner Ebene. Ich zeichne es mal ganz kurz ein. Na, wir hatten hier die letzte Korrektur in diesem Bereich. Hoppala, das wollte ich nicht. Kleinen Augenblick. So, ziehen wir das mal rüber. Hier, da haben wir das, was hier untergeordnet raufgelaufen ist. Da hatten wir einen Top hier oben. Was ist im Nachgang passiert? Wir sehen es. Wir sind unten drunter gelaufen. Wir sind unter die Marke von 11.400 Punkte gelaufen und haben damit zunächst erstmal diese Aufwärtsdynamik, die wir hier gesehen haben, die ich hier markiert habe, die ist hier untergeordnet entstanden. Dann hat sich das Ganze nach oben hin etwas ausgedehnt, fortgesetzt. Das ist jetzt erstmal weg. Hier fließen jetzt wieder mittlerweile einige Trendgrößen ineinander zusammen. Das ist jetzt für den einen oder anderen möglicherweise ein wirres Bild. Mit Blick auf die große Gesamtkonstellation kann man halt einfach sagen, das mache ich jetzt einfach mal in die Woche rein, haben wir hier, ich mache es mal groß, Folgendes gehabt. Wir haben hier, das ist mal die große dynamische Geschichte auf der Woche gewesen, wir haben hier schön einen Hochlauf gehabt. Fein nach oben gelaufen, hier untergeordnet auch schön
korrektive Phase gesehen. Das, was wir jetzt hier sehen, sind unsere Zeichnungen aus dem Tageschart. Das heißt, wir sind weit rangelaufen, wir sind hier in wichtige Marken oben reingelaufen und jetzt sehen wir hier im großen Bild erst einmal ein bisschen was an Korrekturen. Das heißt, die grundsätzliche positive Dynamik ist jetzt nicht zwangsweise weg. Ja, die ist nur, die pausiert, wenn man das mal so sagen will, aus meinem Blick heraus. Was bedeutet das allerdings fürs kurzfristige Trading? Fürs mittelfristige Trading bin ich schon sehr zuversichtlich, dass die Märkte auch das Zeug haben, weiter nach oben zu laufen, weil wir haben das ja auch aus den Wirtschaftsnachrichten gesehen. Viele Unternehmer gehen auch davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland, sag ich mal, in Zukunft wieder beschleunigen wird. Mal sehen, ob es so kommt. Aber das ist etwas, das haben wir in der Zukunft da. Deswegen haben wir auch weiterhin auch die Chancen auf steigende Kurse. So, wenn wir das Ganze jetzt aber, wie wir das hier machen, im aktiven Trading betreuen, muss man kurzfristig einfach sagen, okay, was kann denn jetzt mit dem, was hier ist, passieren? Mache ich mal kurz kleiner. Eine ähnliche Situation wie hier hatten wir hier drüben auch schon mal. Das heißt, hier gab es einen Bruch dieser Aufwärtsdynamik nach unten und die hat der Markt dann einfach nach oben mitgenommen und hat einfach weiter nach oben rausgeschieben. Das ist etwas, das kann hier an dieser Stelle jetzt natürlich ohne weiteres weiter passieren. Ja, das ist kein Problem. Was wir hier allerdings auch sehen ist, wir hatten eine sehr dynamische Abwärtsentwicklung und jetzt sehen wir hier den Markt, ich sage das hier, innerhalb einer solchen Sache nach oben laufen als Gegenbewegung sozusagen. Wenn das Ganze nach unten gebrochen wird, hier kann man ja so eine leichte Aufwärtstrendlinie anzeichnen, wenn das Ganze nach unten durchbricht, dann könnte es schon durchaus sein, dass wir weitere Abwärtsdynamik bekommen und etwas tiefer korrigieren. Das müssen wir jetzt wirklich auf der Uhr haben, weil hier der Markt auch schon sehr, sehr weit vom Jahresanfang auch nach oben gelaufen ist, ohne wirklich ordentlich tief zu korrigieren, bis hier mal drin. Das heißt, hier hatten wir das erste Achtungszeichen, hier oben kam dann Schwäche rein, die war planbar da oben, jetzt sind wir runtergelaufen. Also es kommt jetzt drauf an, der Markt kann, wie hier drüben, einfach weiter hochlaufen. Nummer 1, erstes Szenario, wieder diesen Widerstand hier oben rangehen, das heißt die 11.800, 11.900 Punkte Marke in Angriff nehmen. Oder aber, es gibt etwas korrektive Tendenzen, und wir laufen nach unten. Das kann auch passieren. Wenn das passiert, dann müssen wir mal schauen, was ist denn hier unten in diesem Bereich? Was kommt hier rein? Kommt hier Schwäche rein? Kommt hier Stärke rein? Ist es ein Support? Ja, dann drehen wir rum, schieben nach oben, alles gut. Also es ist ein wenig Zeit, um mal zu gucken, es könnte auch mal weiter noch nach unten gehen. Das wird der Markt uns zeigen. Schauen wir uns das Ganze einmal an in hier dem US-Markt. Das heißt, gucken wir uns den Dow mal an. Was sehen wir hier im Dow? Wir sehen im Dow hier oben, wie immer, das hatten wir beim letzten Mal auch, die Widerstände liegen, die sind auch da, wir sind ja in den Widerstand schon reingelaufen, aber was ist dann passiert? Wir haben hier oben die Situation bekommen, im ganz kleinen Bereich hatten wir hier oben so einen kleinen Doppeltop. Das haben wir auch miteinander hier besprochen im kurzfristigen Trading. Das hat erstmal zu dem geführt, was wir erwartet haben. Das heißt, wir haben hier Korrektur gesehen von dieser schönen Bewegung. Alles schick, alles gut. Dann gab es hier unten den Boden, schön nach oben gelaufen und dann ist etwas passiert, da habe ich angefangen zu überlegen, oh, jetzt sieht das ganze Bild nicht mehr mega bullisch aus, weil wir haben hier wieder ein Umkehrsignal, wieder in diesem Bereich hier, in diesem Widerstand bei 2690 Punkten. Das ist auch ganz klar, der Bereich hat hier drüben ordentlich gehalten, der wird auch nicht einfach so nach oben durchschritten. Das heißt, das Risiko, was wir jetzt hier haben, ist, dass wir hier unten drunter laufen. Das heißt, dass wir wieder in Richtung dieser knapp 25.200 Punkte Marke laufen und wir dann noch tiefere Korrektur sehen. Der nächste Support, den wir hier sehen, wir haben ja hier die schöne Bewegung nach oben gesehen, das ist das Level bei ungefähr 24.900 Punkten. Das ist das hier unten im Bereich dieses Korrekturtiefs, was wir hatten. Das ist, die Dynamik ist schon vorhanden. Jetzt muss man einfach nur sehen, was passiert. Ob wir jetzt hier einfach weiter hochlaufen, heißt an dieser Stelle also hier hoch, Korrektur gesehen hier und jetzt wieder nach oben laufen. Das wäre das schöne Szenario. Nächster Angriff, nächste Chance hier oben den Bereich zu toppen. Was aber auch passieren kann ist, dass wir hier nach unten drehen und das nach unten drehen darin mündet, dass wir hier erst einmal etwas an Abwärtsdynamik bekommen und den Markt etwas weiter nach unten laufen sehen. Das wäre dann das Szenario, dass wir hier wirklich eine Top-Formation haben, die erst einmal kurzfristig weiter nach unten drückt und dann natürlich hier Support 25,2 bzw. hier die
die 24.900-Punkte-Marke. Das hier kurzfristig im Blick. Also wir haben hier dieses weiter seitwärts laufende Getinge in einer gewissen Range hier oben. Wir haben es hier knapp 26.200 zu 25.200 Punkten. Das ist jetzt mal der Bereich des Schwungs. Und da schauen wir einfach, was hier weitergeht. Ich werde natürlich immer wieder Updates bringen hier in den morgendlichen Briefings. Dann schauen wir mal noch auf den US 500, das heißt den S&P 500. Das Bild hier ein klein wenig anders als im Dow. Das liegt daran, dass wir hier einen wichtigen Widerstand schon mal nach oben genommen hatten. Aber hier kommt momentan auch noch nicht so richtig Kauflaune auf. Nur, wenn wir uns das Ganze hier erstmal anschauen, dann haben wir hier natürlich weiterhin schön, genau wie im Dow, den Aufwärtstrend am Laufen. Nur, dass wir hier keine Doppeltop-Formation zwischenzeitlich hatten, sondern dass wir hier einfach den Trendverlauf nach oben hatten, der jetzt hier an dieser Stelle etwas korrigiert. Hier haben wir natürlich weiterhin die Bullen da. Der Weg zum Allzeithoch ist hier weiterhin auch gegeben. Jetzt kommt es drauf an. Wir haben hier unten seit einigen Tagen die Situation, dass der Markt nicht so richtig runter, nicht so richtig hoch will. Das heißt, das ist hier ein Seitwärtslaufen auf tiefem Niveau. Und da muss man einfach sagen, wie soll ich das erklären? Das trägt schon ein gewisses Risiko, dass wir auch hier eine tiefere Korrektur sehen, weil wenn solche Korrekturen ein bullisches Ausmaß haben, dann findet so ein flacher Seitwärtsverlauf eher auf der Oberseite statt. Jetzt haben wir es aber auf der Unterseite. Heißt also, was hier durchaus passieren kann, ist, dass der Markt dort nach unten wegbricht. Und das würde dann untergeordnet, wenn man sich den Stundenlauf anguckt, erst einmal dazu führen, dass wir hier tiefer in die Korrektur reingehen. Support, den wir hier dann haben an dieser Stelle, den können wir hier unten dann sehen. Das ist das aktuelle Trendtief hier unten um die Marke von knapp, ja, was haben wir für eine Linie hier unten? Wir schauen mal kurz nach, ungefähr 2700 Punkte Marke. Na, das ist das, was wir hier in diesem Bereich auch haben. Das kann darunter gehen, da müssen wir einfach mal schauen. Das heißt, übergeordnet ist alles weiterhin schön aufwärts gerichtet. Wir müssen jetzt nur sehen, wie die korrektive Phase sich ausdehnt. Kurzfristig haben wir hier, weil diese Range läuft, halt immer diese Latenzen da. Es kann einfach nach oben gebrochen werden in Richtung dieser Aufwärtsdynamik. Es kann aber auch ohne weiteres nach unten laufen. Und das ist halt der Punkt, das Sammeln hier unten. Das kann man auf einer Seite als Bodenbildung sehen. Auf der anderen Seite ist aber auch die Gefahr wirklich da, dass wir etwas tiefere Korrektur sehen. Das muss man einfach abwarten, was passiert. Wenn wir dann oben rauslaufen, dann ist es natürlich schön, wenn wir sehen, der Markt läuft übers Hoch hier oben drüber. Das wäre dann wirklich sehr schön bullish zu sehen. Drehen wir vorher um, da kommt dann wieder so ein bisschen das Thema Doppeltop rein. Aber noch ist hier nichts entschieden. Der S&P 500 ist hier wirklich auch weiterhin sehr, sehr bullisch unterwegs. Das Gleiche haben wir hier auch im Nasdaq, im technologielastigen Index. Hier kann ich diese Linie auch schön weiterziehen. Und hier sehen wir auch genau das Gleiche, was ich gerade angekündigt hatte oder erzählt habe im S&P 500, wir sehen eine schöne Korrektur, wir sehen hier drüben, wichtige Levels sind raus, also der Markt ist hier wirklich, hat diese ganzen Abwärtsschübe hinter sich gelassen und jetzt haben wir hier unten auch wieder so die Situation, hier läuft es noch nicht so richtig hoch, das heißt, wir sind noch in der korrektiven Phase, das sehen wir auch sehr, sehr schön, wenn wir hier in den Stundentrend mit reinschauen. Wir hatten hier unten so diesen Bereich der Bodenbildung, aber so richtig Aufwärtsdynamik gibt es noch nicht. Hier sehen wir den untergeordneten Schwung. Jetzt haben wir hier zwar schon einen Aufwärtstrend, aber richtig Entwarnung gibt es halt erst, wenn wir hier bzw. hier über diese Level drüber laufen, dass wir direkt wieder hochlaufen. Ansonsten, es gibt häufig so diese Phasen, wo wir unten am Boden ein bisschen hin und her schwingen. Da müssen wir wirklich einfach einmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das große Bild, wir sehen es hier, ist weiterhin aufwärts gerichtet. Aber im Sinne dieses Trends kann es halt hier unter Umständen auch dazu kommen, dass wir tiefere Korrekturen sehen. Anlaufpunkt nach unten hier. Wir haben es liegen hier. Das letzte Korrekturtief haben wir hier drüben am Punkt von 6.934 Punkten. Das ist das Tief. Hier unten haben wir also einen Support. So tief kann der Markt korrigieren, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt machen. Das heißt, wir müssen einfach mal schauen, wie sich die Dynamiken hier entwickelt. Aber übergeordnet ein interessantes Bild, was man nehmen kann. Wie schon gesagt, für das kurzfristige Trading halte ich hier alle Zuschauerinnen und Zuschauer gerne morgens immer auf dem Laufenden. Wenn ich eine Handelsidee habe oder aber auch, ich zeige da auch nochmal die Einladung an dieser Stelle auf den Tisch. Wer da was wissen will, einfach in den Morning Briefings mit nachfragen. Und damit geht das Ganze dann los. Gut, dann haben wir hier noch eine Frage, britisches Pfund, US-Dollar, das Cable, gucken wir uns auch gleich mal kurz an. Hier haben wir es, da sehen wir hier den Tageschart.
Das ist natürlich auch schön zu sehen, was wir hier haben. Na, hier liegen auch wieder Chancen und Risiken schön beieinander. Was haben wir hier? Wir sehen es, ich zeichne es jetzt nicht ein, ich gebe es nur mal mit der Maus hier, einen schön laufenden Aufwärtstrend, der aktuell tief in seiner Korrektur ist und wir sehen momentan die Schwäche deutlich auch nach unten hin. Wir haben hier einen schönen Supportbereich hier unten. Das ist das Tief, was wir hier unten drunter hatten. Das hat hier drüben etwas in der Historie auch schon mal geklappt, dass der Markt da wieder hochgedreht ist. Möglicherweise laufen wir bis darunter und dann gibt es einen schönen Abprall, weil wir wissen ja, wenn Dynamiken sehr stark überdehnt werden, so wie wir das gestern hier auch gesehen haben, dann kann es auch irgendwann mal zu einem Rückschnapper kommen. Und solche Rückschnapper, die können wir natürlich sehr, sehr gut zum Traden auch nutzen. Laufen wir allerdings hier drunter, dann wissen wir auch, hoppala, jetzt müssen wir mal aufpassen, weil mit diesem Aufwärtstrend hier ist erstmal irgendwas nicht in Ordnung. Und wir sehen ja hier auch die trendförmige Dynamik nach unten, die ist ja auch da. Nur britisches Pfund, US-Dollar, das sage ich auch immer, das ist momentan sehr, sehr viel mit Nachrichten verbunden. Wir haben hier teils sehr, sehr starke Volatilitäten, einfach weil irgendeine Nachricht zum Brexit aus Großbritannien kommt und die wird dann relativ schnell in den Währungen wiedergespielt. Also ein idealer Tummelplatz für kurzfristige Trader hier im britischen Pfund, US-Dollar. Okay, das wäre hier der Part gewesen. Zum Thema der Handelsvorbereitung und dem Wochenausblick für die neue Woche. Und wie avisiert, mache ich jetzt wieder einen Break. Heißt also heute mal ein kleines bisschen anders, weil ich mache jetzt den Feed auf Facebook auch ganz kurz aus und starte dann direkt mit einem zweiten Feed, damit wir das zweite Video auch direkt haben. Das heißt, jetzt mal ganz kurz Ruhe auf Facebook, nicht erschrecken, ich bin mal kurz weg, ich bin aber in 2, 3 Minuten wieder live auf Sendung mit dem zweiten Teil für den heutigen Freitag. Hoffe, Sie bleiben dran, bis gleich.